Viele sagen zu mir, ich habe Aggressionsprobleme, was ich mir auch gemerkt habe und so. Und deswegen, wenn ich ein paar Mal tief ein- und ausatme, schaffe ich es ruhig zu bleiben oder halt von leise im Kopf von 1 bis 10. Oder wenn diese Person mich provoziert und ich gar nicht antworte und einfach diese Person ignoriere, schaffe ich es meistens auch nicht, dass meine Aggressionsprobleme explodieren. Ich hatte sehr viele Aggressionsprobleme und immer, ich vergesse sehr oft, aber immer meine Freunde, Lehrer und auch so erinnern mich daran. Und wenn sie mich jeden Tag daran erinnern, vor allem mit Sport und so, dann von selber fange ich an, selbst zu erinnern und zähle, bevor ich komplett explodiere. Und ich versuche einfach so schnell wie es möglich tief ein- und auszuatmen und dann schaffe ich es meistens. Wir helfen einander sehr, sehr viel bei sehr vielen Sachen, zum Beispiel lernen gemeinsam miteinander. Also ich bin mit Veronika fast die ganze Zeit zusammen in der Schule und so. Und sie erinnert mich auch sehr oft, weil sie weiß, wie wütend ich werde bei solchen Sachen und so. Und deswegen sagt sie mir, Mara, komm runter, atme tief ein und aus. Und sie nimmt mich halt auch noch so einen ruhigen Platz. Sie redet mit mir, wo ich keine Leute sehe und so. Und dann beruhige ich mich auch, weil sie hat dann auch eine gute Laune. Und dann steckt sie mich halt in ihre gute Laune an. Und sie ist ein sehr fröhlicher Mensch, wie sie gesagt hat. Meistens, ich weiß nicht, was ich machen soll und so, aber wenn die Veronika nicht da ist, vielleicht dann sage ich mir, ich habe halt sehr gute Geschichten gehabt, ich kann ihr erzählen, schon, sie können da was essen gehen, trinken gehen. Und das macht mir manchmal sehr gute Laune, wenn ich daran denke, was ich mit Veronika machen könnte. Und es macht mich einfach fröhlich. Wenn meine Freunde glücklich sind, bin ich auch glücklich, wenn meine Familie, Onkel, also komplett so ganz Familie glücklich ist. Oder wenn ich mit meinen Freunden etwas mache oder halt auch mit Familie und auch, wie sie gesagt hat, gute Noten und so. Das macht mich glücklich. Und wenn ich Eis essen gehe, weil ich liebe Eis sehr. Also ich kann auch sehr gut Völkerball spielen, wie Veronika, weil wir spielen alle sehr gerne Völkerball bei Mädchen und so. Und meine Stärken sind halt, ich kann zum Beispiel also bei Fächern und so, Schulfächern, kann ich einfach sehr schnell gute Noten da drin bekommen, weil ich schnell ein Thema verstehe und so. Meine Freundin sagt mir immer, dass ich schlau bin und gut bin und vor allem bei Biologie, Physik und so halt.